Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei Star Trek Online. Yeah, und wieder mit dabei ist Onkel Gamer Shack P. Ja, hallihallo, hallöchen. Und der Hardscope. Moinsen. Yeah, und jetzt sind wir endlich im Weltall. Alles ist wieder geklärt, es ging weiter. Ich habe hinten auf dieses Notsignal-Ding gedrückt und dann kam, ich habe versucht, einen Notruf abzusenden, aber etwas in diesem System stört alle Frequenzen, Captain. Wie ist der Status des klingonischen Schiffes? Da seid ihr auch, ne? Ja. Genau. Perfekt, dann geht's weiter. Klick. Genau. Die ist immer noch getarnt. Getarnt. Aber ich denke, wir haben ihr veraltet. Also, habe ich es heute echt nicht, ne? Sie ist immer noch getarnt, aber ich denke, wir haben ihr schwere Schäden zugefügt. Unser Zustand ist jedoch auch nicht gerade rosig, Captain. Da war Schadensbericht. Diagnose noch nicht abgeschlossen, Captain. Die Systeme sind erst seit kurzem wieder online. Was ist mit der Break-Even, wie ist Ihre Situation? Twill rufen. Ach, kann der Name mal verschwinden? Kann man den abschießen, den Typ, das ist ja überlebt? Rufen Sie. Achso. Ich dachte, steht Ile oder irgendwas, weiß. Wir rufen jetzt die Break-Even, Captain. Break-Even, hier spricht der Kapitän der USS Revanos. Pimmelkröte oder. Pimmelkuppe, let's go. Oder Schiff der Sternflotte, wie ist Ihr Status? Da ist er ja, der Hardscope. Hallo Sternflotte, alles im Lot, oder? Ich war gezwungen, das Notrufsignal zu senden, sonst hätte mich der verrückte Klingon, ich will immer Klingeltot sagen, Klingon in Stücke geschossen. Fortfahren. Das ist eigentlich Klingon, oder? Ja, oder Klingon. Klingon. Und ja, da die Sternflotte ja immer hilft und so, könnten Sie mir helfen, mein Schiff zu reparieren? Ich bin Ihnen schon überaus dankbar dafür, wie Sie mein Schiff und die Ladun gerettet haben. Aber ja, je schneller ich hier wegkommen kann, desto sicherer bin ich vor Kadek. Ich schau mal, was wir tun können. Sie können Ihr Schiff mit der E-Taste Beschleunigung mit der Q-Taste abbremsen und WASD ist natürlich lenken, ne? Ganz abbremsen. Wichtig. Ja. Also ihr könnt aber auch, passt auf, ihr seht ja unten das Bild 100%, ne? Und euer Raumschiff in grün, richtig? Ja. Ja. Und daneben ist so ein Pfeil, der geht nach oben und nach unten. Ja, ach, da kann ich Gas geben. Genau, da könnt ihr auch einstellen. Da müsst ihr nicht unbedingt. Ihr könnt ranzoomen mit der Maus, da könnt ihr euer Schiff von allen Seiten begutachten. Boah, die Grafik und wie das der Name da drauf steht, sieht so episch aus. Das ist Impulsantrieb. Das heißt, das ist die Geschwindigkeit, die wir in Battle-Gebieten haben, so wie hier. Okay. Und Warp und so gibt es später zum Erhöhen. Okay, wir fliegen jetzt auf die auf die SS Break-Even zu. Frachter-Scan. Seid ihr auch soweit? Genau. Ja. Klicke ich drauf. Der macht komische Lichter-Show. Ja. Ihr braucht scheinbar nur 3 oder 4. Nähern Sie sich dem Schiff und drücken Sie F, mit ihm zu interagieren. Reparaturfrachter anklicken. Genau, jetzt porten wir uns dahin. Danke, wir würden Ihnen helfen, wenn wir könnten, aber ich sehe darin einfach keinen Profit. Drecksack, und weg ist er. Eingebildet. Mit dem ersten Offizier sprechen. Wer war dran? Ich war als letztes. Nun, wir scheinen allein zu sein. Wenigstens haben sie sich bedankt, schätze ich. Fragezeichen. Was ist nun mit den getarnten Klingonischen? Fragezeichen. Zava, wo ist dieser Schadensbericht? Du bist dran. Erhalte endlich den Bericht. Einen Moment. Eine Stufe 2-Diagnose hat gezeigt, dass die meisten Plasma-Injektoren bei dem Angriff völlig zerstört wurden und nicht mehr repariert werden können. Plasma-Injektoren? Ach du Scheiße, Plasma-Injektionen, ja, sie werden so gefertigt, dass sie einiges aushalten, aber ich glaube, diese Klingonen haben sie bei ihrem Überfall sabotiert. Sie wussten, dass sie uns dadurch lahmlegen und hier festsetzen würden. Ich nutze alle Ersatzinjektoren, die wir zur Verfügung haben, aber uns fehlen immer noch 3 weitere. Ohne sie können wir nichts mit Warpgeschwindigkeit fliegen. Irgendwelche Ideen, Elis Flores? Die Klingonen haben viele Schiffe in diesem Gebiet außer Gefecht gesetzt. Wenn sie wollen, kann ich sie konkret nach Plasma-Injektoren scannen. Ausführen. Yeah, scannen Sie nach Teilen. Blablabla, Lichtershow. Oh, wir haben was. Das sieht ja geil aus. Oh, das ist geil gemacht.
Zerstören Sie drei dieser Warp-Gondeln. Okay, Leute, ich wollte euch noch was sagen. Und zwar, klicken Sie auf den komischen Symbol oder drücken Sie die Leertaste, um Energie. Genau, Leertaste ist alle Waffen abfeuern. Da können wir später noch was einstellen, dass alles abgefeuert wird. Genau, wir haben jetzt drei Frachtteile. Das andere, was ich euch noch sagen möchte, ist, ihr seht ja dieses grüne 100%. Da oben habt ihr Pfeile. Genau. Das ist euer Schutzschild. Wenn ihr zum Beispiel die ganze Zeit oben euer Schutzschild klaut, könnt ihr mit dem Pfeil nach oben drücken, dann werden die anderen Schutzschilde schwächer und nach vorne gepackt, dass ihr da Schutzschild habt. Weil sobald euer Schutzschild weg ist, kriegt ihr Hüllenschaden. Wenn die 100% auf 0 ist, seid ihr Geschichte. Okay. Das war's schon. So, ich hab jetzt ich habe Kurs genommen und jetzt baller ich auf die Fallteile. Leertaste, Items genommen. Na, was wieder? Achso. Leertaste und dann macht's ja boom. Wo ist Feindkontakt? Ach du Scheiße. Irgendwo ist Feindkontakt bei mir. Na, ich habe auch gebremst. Plasma-Injektor, okay. Ihr könnt dann auf der Karte schön gucken. Genau. Also ich habe alle drei. Boah, das sieht so geil aus, der Laser. Geil. So, okay, wir müssen auch wieder zurückfliegen, oder? Nee, ich habe jetzt erst was zu quatschen hier. Warte. Mit Rechtsklick auf eine Fertigkeit um aktivieren. Warte. Ich habe jetzt erstmal was zu quatschen. Take items. Genau, nimm alles ein und dann geht's gleich weiter. Hinterher erkläre ich euch noch alles, was die kann, weil unsere kleine Frau Elisa Flores, wie ihr seht hier unten, habt ihr sie an Rot stehen, ne? Habt ihr ja auch hier unten, ne? Daneben ist eine Fähigkeit. Jeder, und da hinten leer, das heißt Wissenschaftler und technischer Offizier, können wir später auch noch bekommen, können wir dann auch noch Fähigkeiten haben. Aber wir haben dann natürlich jetzt gerade nur sie an Bord. Okay, Leitender Chief Zava, ich weiß gar nicht, ich glaube Onkel war dran, ne? Ja, glaub schon. Das sind prächtige Plasma-Injektoren, Captain. Typ R wurde, würde ich sagen. 3,5 Liter Durchfluss mit abgeschirmten Tanks und einer Druckabfall-Injektionsspule. Ah, das ist großartig. Aber erinnern Sie sich noch an die Klingonen, die uns umbringen wollten? Ja? Dann arbeiten Sie schneller. Arbeiten Sie konzentriert weiter, die Klingonen sind immer noch da. Machen wir das Erste, oder? Wir ärgern die jetzt. Ja, ich hab bloß eine Auswahl gehabt. Echt? Ich hab zwei. Ich hab einmal arbeiten Sie konzentriert weiter. Die Klingonen sind immer noch da draußen, oder? Ah, das ist großartig. Aber ja, hast du wahrscheinlich schon weitergeklickt, oder? Nee. Meine habe ich auch. Die würde sagen 3,7 Liter Durchfluss. Welches habt ihr dann genommen? Das untere, oder was? Wir haben nur eins. Ah, okay, ja gut. Ich bin halt ein Mensch. Ich kann halt mehr reden. Jetzt steht halt bei uns ein Moment. Ja, ich bin dran. Genau, ich lese vor. Einen Moment. Es wird noch etwas dauern, alles wieder hinzurichten und eine Stufe 1-Diagnose durchlaufen zu lassen, damit wir nicht in die Luft fliegen. Sobald wir Warp 1 erreichen, ich werde Sie informieren, sobald wir abflugbereit sind. Abflugbereit. Abflugbereit. Okay, Sava. Alice, erstatten Sie Bericht. Oh, okay. Okay, Sava, kümmert sich um den Warpkern. Aber bis sie fertig ist, sitzen wir hier noch fest und haben keine Möglichkeit, Hilfe zu rufen. Vergessen Sie nicht den getarnten klingonischen Schlachtkreuzer. Okay. Oh Gott, sorry. Er wird wesentlich schneller wieder einsatzbereit sein als wir. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten festzustellen, was unsere Signale in dem System stört? Natürlich, wir sind die Klasse von 2041. Terrell hat zusammen mit den Technikern herausgefunden, dass sich in der Nähe mehrere klingonische Störsatelliten befinden. Deshalb können wir während des Hinterhalts keinen Kontakt zu anderen Schiffen aufnehmen. Ich empfehle, die Satelliten zu zerstören. Dann können wir endlich die Sternenflotte kontaktieren. Zerstören Sie die klingonische Störsatelliten. Klingt gut. Jawohl. Okay, wir dürfen höchstens 10 Kilometer von einem feindlichen Schiff entfernt sein, damit sie angreifen können, okay? Sehr gut. Nutzen Sie Ihre Phaser-Bänke, um Schilde Ihres Feindes zu schwächen. Nutzen Sie Ihre Torpedos. Ja, wissen wir ja. Ihr könnt die anklicken mit der Maus und dann gehen die automatisch. Genau. Ja. Ah ja. Ey, ich will Gas geben. Warum kann ich denn nicht fliegen? Ah ja, okay, jetzt geht's. Ihr könnt aber auch Leertaste machen, aber man kann das einstellen, dass die Torpedos auch mit Leertaste schießen. Im Moment sind nur die Laser dran. Ah ja, du kannst es aber da 1, 2 und so... Ah ja, du kannst es mit Taste 1, 2 und 3 kannst du es auch steuern. Mhm, genau.
Aber das kann man irgendwo einstellen, das wollte ich auf jeden Fall gerne mal machen. Das ist schön explodiert gerade. Sieht gut aus. Klingonische Störsatelliten. Ich muss mal eben ganz kurz gucken. Ich bremse mal eben kurz ab. Geht mal bitte alle ins Menü rein. Nee. Oder stellen. Ja, ich auch. Chat einstellen, Charakter wechseln, Option. Lass uns erstmal die Dinger abschießen. Was ist denn los mit dir? Ja, ich hab alle drei jetzt abgeschossen. Ja. Oh, jetzt. Warte mal, ich muss weitermachen. Jetzt kommt nämlich das Schiff auf mich zu. Oh, Scheiße. La la la. Oh, wo ist das denn? Okay, wie weit seid ihr jetzt gerade? Ich war gerade da mit dem Schiff zerstört, jetzt Notsignal aufsenden. Es verschwindet gleich wieder das Schiff. Are operational, sir. Shall I send the distress signal? Du fliegst rückwärts, scheiße. Notsignal aussenden, okay. Oh, jetzt warten wir mal auf Rivano. Ja, ja, ich bin unterwegs. Man kann nämlich auch noch runter und hoch, das ist voll geil. Ich hab voll Gas und ich schieße jetzt eben die Station ab. Ja, da müssen wir unbedingt nachher mal gucken. Das kann man einstellen, dass nämlich mit Leertaste auch die Torpedos abgeschossen werden. Sonst musst du immer extra drücken. Und die Torpedos machen nun mal am meisten Schaden, ist halt einfach so. Ja. Ich finde, es schaut schon geil aus, wie der, wie dieser Schweif da innen ist. Ja. Universum. Allgemein alles, auch die Schutzschilde sehen voll geil aus. So, sind kaputt. Das Schiff ist da, habt ihr es auch? Ja, jetzt musst du auf das Schiff ein bisschen schießen, das verschwindet dann wieder und dann kommt Notsignal aussenden. Okay. Ja, ist schon weg, genau. So, Notsignal, habt ihr auch schon drauf gedrückt? Ja. Genau, nee, das mache ich jetzt. Okay, habe ich jetzt drauf gedrückt. Genau. Wir haben ihn. Ich weiß gar nicht, wer dran ist. Du. Ich glaube, Onkel. War ich? Okay. Nee, ich hab doch gerade. Ja, dann war ich. Rivano. Wir haben ihn. Wie es scheint, haben wir seinen Warp-Antrieb mit den Torpedo-Trieben beschädigt. Wir können seiner Plasma-Signatur folgen. Bleiben Sie dran, wir müssen ihn finden, bevor er uns an den Hintern aggreift. So ein Hintern greift, was? Verstanden, ich würde jetzt vorziehen. Vorziehen. Nicht gleich bei Ihnen, Roman. Nicht gleich bei meinem ersten Einsatz von Klingon. Nee, Klingonen. Mann, ey, ich hab's mit diesem Wort nicht. Klingonen. Getötet zu werden, ich überspring's jetzt. Jetzt, ich folge der Plasmaspur bis zur Quelle. Endlich, jetzt sind wir im Vorteil. Seine Plasma-Signatur führt zu einem Punkt vor uns. Ich setze ihn auf die Navigationskarte. Verwenden Sie vollen Impuls, um zur Quelle der Plasma-Signatur zu gelangen. Machen Sie das so. Cool. We should use the ship's full impulse power to reach it. Gültig wird anderen Systemen vorübergehend Energie entzogen. Zugleich erhöht sich aber die Geschwindigkeit. Sobald wir den vollen Impuls verlassen, kehrt die Energie zu den anderen Systemen zurück. Aha, okay. Was? Hab ich nicht verstanden. Ja, wir müssen voll Gas geben und da durchbrettern. Geben Sie vollen Impuls. Und dann nochmal drauf drücken, dann ist der. Hast du so einen roten Schweif hinten? Ja, und damit kann, das sehe ich gerade. Ja, oh Gott, ich muss hoch. Ich muss durch den Impuls? Oder? Hä, verstehe ich nicht. Nee, du musst den grünen Schweif folgen. So. Er muss jetzt durchfliegen oder einfach bloß folgen? Na, einfach nur, das ist so ein. Ah, da unten. Ah, stopp. Ha. Da kommen Birds, da kommen Angriffe. Schiffe. Ha. Huiuiui. Leute, die wollen aber. Die wollen. Ich kann nichts machen. Gar nichts. Ja, du musst fliegen. Da kommen zwei feindliche Schiffe, die gerade echt Lust haben zu fallen. Ich kann nicht schießen, warum nicht? Leertaste. Und du musst die anvisieren mit der Maus. Boah, Torpedos, ey. Boah, hab ich die zerfetzt, die Jungs. Leck mir am Sack. Okay. Mein vorderes Schutzschild ist geschwächt. Da muss ich gerade auftanken. Komm, Feuer frei, Mädel. Zeig alles, was du hast. Oh, der hat kein Schild mehr. Sobald gleich meine Torpedos rauskommen. Ihr müsst auch gucken, ihr habt Torpedos immer nur einen gewissen Radius von vorne, ne? Okay. Wenn ihr auf den Torpedo haltet, kann ich euch kurz erklären. Ah, ja. Dann haltet mal einfach, drückt mal auf die Taste 2, dann seht ihr den Schweif, wo ihr schießen könnt. Scheiße.
mit dem verkehrt, Mann? Was hab ich euch denn getan? Aha. Wie weit seid ihr? Ich bin gerade bei den Schiffen. Ja, sauber. Jetzt kommt der Große. Der siehst du, der ist ungefähr 20 Kilometer entfernt. Jetzt aktivieren Sie die Verstärker-Torpedo, indem Sie das Symbol klicken und Alt 1 drücken. Okay, gut, den habe ich. Wo ist er denn? Ah ne, das sind nur kleine Jäger. Ah ja, okay, der 28 Kilometer dahin ist einer. Ey, jag den mal, Junge, was ist denn los mit dir? Du musst ein bisschen fliegen, musst du schon. Okay, die Jungs, die haben ganz schön Feuer, du. Boah, sieht das geil aus. Okay, schön drauf, immer auf die Fresse hauen. Mit Schiff fliegen macht mega Spaß. Auf jeden. Ich habe gerade einen wieder weggeholt mit meinen, mit meinem Torpedo. Ich finde das so geil, wie die fliegen. Kabumm. Vor allem haben die keine Schutzschilde, die Jungs. Ah, jetzt. Schön drauf, Torpedo. Jawoll, kritisch. Schiffsexplosionen verursachen Schaden. Das heißt, wenn wir ein Schiff zur Explosion bringen, das sind zwei nebeneinander, dann machst du der mit ordentlich schön Schaden. Wir sind immer noch im Tutorial. Kampf beendet. Wie Kampf beendet? Tür eingehende Nachricht auf der Sternflottenfrequenz. Seid ihr auch schon soweit? Ich flieg gerade hinter zu dem Nein, ich bin gerade hier noch an den zwei Zügen. Ja, ich warte auf euch. USS Renoven möchte Kontakt mit mir aufnehmen. Cool. Ja, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ich erkläre euch nachher noch einiges zu dem Schiff. Wichtig ist, dass wir herausfinden, wo wir das einstellen würden. Entschuldigung, dass mit der Leertaste auch die Torpedos abgeschossen werden, weil dann können wir nur noch Leertaste drücken. Sonst müssen wir immer wieder noch die Zahl 2 drücken. Das ist, für den Anfang ist es okay. Später kann man damit, müssen wir mit dem Laser die Schilde wegballern und dann an bestimmten Momenten müssen wir ein Torpedo schießen, damit wir das Schiff kaputt kriegen. Weil sonst, ne, die Torpedos wirken. Alter, jetzt. Ohne Schuss. Ah, ja, was? Na, einen hab ich. Hm? Ist halt ein bisschen Taktik, aber ist auch geil. Ist auch richtig geil. Ah, ja, jetzt hab ich 3 auch noch frei. Jetzt hab ich eine. Incoming Transmission, Sir. It is from Starfleet. So, bin da beim Quatschbildschirm. Nee, ich noch nicht. Besatzung ist auch noch voll, ist alles gut. Und wenn die Leute hinterher sterben, dann dauert es länger, bis die Hülle repariert wird und alles. Also da gibt's richtig coole Sachen, worauf die geschaut haben. Bitte los, ich krieg den nicht kaputt. Ja, ich hab du musst Torpedos gehabt. Abschießen. Drück mal bitte die 2 öfters. Ah, ja, okay. Weil nur die Torpedos machen die kaputt. Jetzt ja. Nee, die Laser machen auch kaputt. Ja, aber der Torpedo hat bei mir Bonbon, waren sie weg. Kampf beendet. Also ich finde, das sieht echt episch aus. Genau, jetzt bin ich wieder bei dem Rede. Perfekt. Ich bin im Zwiespalt, muss ich eigentlich sagen. Ja, wir machen erstmal weiter. Oder was für ein Zwiespalt meinst du? Ja, wir machen erstmal weiter. Ja. Jetzt will das doch wissen, weißt du, erst mich. Nö, auf den auf dem Bildschirm, Therese, habt ihr das alle? Ja. Dann drücke ich jetzt drauf. Was? Ich auch. Achso. Dies ist Captain Volok, der USS Renwon. Renom. Ah ja. Haben Sie das Notsignal gesandt? Ah ja. Jawohl, Sir, wir kamen in einen Hinterhalt klingonischer Plünderer. Dein Wort, Klingone. Der Gedanke, dass Klingonen sich so tief im Föderationsraum wagen, scheint unlogisch. Wo ist der Captain Taggart? Er wurde von den Klingonen gefangen genommen und auf ihr Schiff gebeamt. Er konnte uns dann die Sternflottendirektive 2004 befehlen. Er hat was? Habe ich Sie richtig verstanden? Jawohl, Sir. Dann sind Sie, das sind also Sie nur Captain. Jawohl, Sir, ich bin der Captain. Dann sind Sie nur der Captain. Nun gut, Captain, wir werden Sie und Ihre Mannschaft zurück zum Raumdock der Erde eskortieren. Der klingonische Captain nennt sich Kadek, er ist noch immer da draußen. Wenn er sich zeigt, werden wir uns um ihn kümmern. Nehmen Sie nun Kurs auf unsere Position. Jawohl, Sir. Naja, ich denke mal, wir kämpfen jetzt zusammen mit Ihnen. Okay, da hinten sind sie. Schnell hin. Die werden uns wahrscheinlich helfen, weil wir hätten gar keine Chance gegen das klingonische Schiff. Das ist ein Schlachtschiff. Das ist, da könnte höchstens die Enterprise mit aufnehmen. Und wir sind ja nur mal ein kleines Babyschiff. Aber hier, ihr seht schon, die sieht schon ein bisschen besser aus als wir. Ich denke mal, die wird uns jetzt helfen. Da kommt es nämlich.
Boah, guckt euch mal den Schaden an. Leck mir am Arsch. Okay, wir müssen helfen. Nur so da. Echt? Aber mir kämpft es schon. Alter. Feuer, Feuer. Boah. Uiuiui. Und ihr seht jetzt, hier seht ihr das nämlich mit dem Schutzschild. Ihr müsst jetzt so fliegen, dass ihr das Schutzschild wegballert. Dann könnt ihr sie auch ordentlich Schaden machen. Jawoll. Bei mir ist jetzt Schutzschild gleich weg. Und dann werde ich hier erstmal ordentlich einen in die Fresse boxen. Ah, ist eh gleich vorbei. Die hat nicht mehr viel Schutzschild. Meine Schutzschilde sind gut. Ja, wir können echt froh sein, dass wir unser Typ dabei haben. Feuer, Feuer, Feuer. Torpedo. Ja. Ich bin dieses Spiels über... Ja, Töt wird schnellstmöglich sein, okay? Oh, ich bin schön hinter der. Genau vor ihr. Hast du kaputt gekriegt? Ja, ja. Korrekt, ja, bei mir hat sie noch einen kleinen Fissel. Und kaputt. Ah, bei mir hat sie nicht mehr viel. Kaputte Gange. Onkel wird ein richtiger Kommandant. So, jetzt auch kaputt. Oh, ein riesengroßes Gelabere. Okay, ich lese da mal vor. Ich glaube, ich war dran, oder? Ja, nein. Tutorial Feldbeförderung. Ja, dann mir ist das egal. Soll ich die Kanaden? Ja. Darfst du ihn lang Die Renouin wird sie zurück zum Raumdock der Erde eskortieren. Aber zuerst müssen wir die USS Kitome, ach egal, darüber informieren, dass... Ein Moment. Mein Kommunikationsoffizier informierte mich darüber, dass wir keinen Kontakt zu USS Kitome herstellen konnten. Wir werden uns zu ihrer letzten bekannten Position begeben und prüfen, ob sie Hilfe benötigen und ihr Schiff wird uns begleiten. Hiermit erhalten Sie eine Feldbeförderung. Das wird Ihnen die nötige Autorität über Ihre Mannschaft und Ihr Schiff geben, bis wir das Raumdock der Erde erreichen und Admiral Quinn Bericht erstatten. Sie erhalten folgende Belohnung. Jetzt geht's los. Fähigkeitenpunkte. Das ist 15.000, glaube ich, ne? Steht da? Genau. Expertise, 1.800. Dann Hyperimpulsantrieb, MK1. Geil, da sieht man dann die Verbesserungen, können wir uns gleich gucken. Phaserstrahlenbank MK1, Phaser-Spaltstrahlengewehr und ein Zava. Ach, das ist ein neuer Offizier. Genau, jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist ein... können wir gleich mal lesen, was das ist. Fortfahren. Ah, ist auch ein technischer. Jetzt haben wir eine neue Fähigkeit bekommen. Und zwar Notenergie zu Schilden. Das heißt, die Schilde reparieren sich schneller. Cool. So, ich bin jetzt in den Sektorraum wechseln. Ja, ich hab's ja aber das habt ihr schon? Ja, ja. Achso, ich hätte erst noch vorgelesen. Bitte war nichts zum Vorlesen. Doch. Die Tusse, die du bekommen hast. Ich hab einen Kerl bekommen. Ja, oder einen Kerl. Ich hab eine Tusse bekommen. Das ist gar kein Problem. Was sagt eigentlich die Uhr, meine lieben Freunde? Ja, 23 Minuten. Wie viel? So, ich würde sagen. 23. Ja, das passt doch. Tutorial ist jetzt beendet, meine lieben Freunde. Genau. Steht das hier? Ja, siehst du, kein Tutorial mehr. Bei mir steht Beginn Kommunikationszusammenbruch, steht da. Ja, ich glaube, das machen wir nochmal ganz kurz. Lesen wir das nochmal vor, dass wir dann... Ach du Scheiße. Pullux und sein Schwester... was? Und sein... Bah. Und sein... Habt ihr da auf Beginn... Habt ihr da auf Beginn gedrückt? Nein, ich habe nee, noch nicht. Ah, habe ich gedrückt, jetzt kommt ein Video. Pullux und sein Schwesterstern Beta... Ah, okay, dann machen wir weiter. Bei Irwana kommt schon ein Video. Ja, okay. Da ist aber cool, da ist ein Punkt, da können wir aufhören. Dann gehen wir auch mal auf Beginn. Genau, kippt mal drauf, dann kommt ein kurzes Video. Kommunikationszusammenbruch. The USS Kittimer is dead ahead. Komm in Gespräch, da kommt doch Captain. Elisa Flores, so da stehe ich jetzt. Wir sind hier, Captain. Habt ihr das auch? Ja, genau. Genau, und hier machen wir jetzt Cut. Achso. Hier machen wir jetzt Cut. Ich war dran, ne? Hm. Ja gut, liebe Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall mal beim Kanal Gamercheck LP vorbei. Lasst einen Daumen oben da, genauso wie bei Hardscope und bei mir, Revano LP. Und im nächsten Part geht's dann in... Warte mal, das müssen wir vielleicht nochmal sagen, um den Leuten zu sagen, dass es im nächsten Part Multiplayer gibt. Also da werden wir uns jetzt endlich mal treffen, denke ich mal. Wir müssen uns gleich erstmal einladen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das noch hier machen können, auch wenn das Ding hier noch geöffnet ist. Wir haben da oben auch Leutnant-Punkte, Fähigkeiten-Punkte ausgeben. Also wir haben einiges noch zu tun. Es wird auf jeden Fall ein geiler Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.